Heino, armen Stadt Leila. Damit überrascht er alle. Erst kürzlich sorgte Heino mit einem Musikvideo für Empörung, indem er neben nur spärlich bekleideten Damen posierte. Doch nun scheint sich der Schlagersänger von seinen Sünden reinwaschen zu wollen und geht auf Kirchentournee. Volksbader Heino wird ab Mitte November in zahlreichen Kirchen Konzerte geben. Dann startet seine große Tournee unter dem Namen Die Himmel rühmen. Im Gepäck hat der Sänger eine berühmte Kollegin. Heino geht auf Kirchentournee. Der Schlagersänger Heino ist ab dem Herbst erneut an ganz besonderen Orten live zu erleben. Nach der ausverkauften Tour im vergangenen Jahr startet der Volksbader ab dem 17. November seine neue Kirchentournee mit 23 Konzerten. 3 Monate lang führen ihn seine Konzerte durch insgesamt 4 Länder. Los geht es in der Pfarrkirche St. Marien in Reit. Nach Stationen unter anderem in Dresden, Leipzig, Hannover sowie Auslandsstationen in Österreich, Belgien und Italien endet die Tournee schlussendlich am 21. Januar in der Lutherkirche zu Görlitz. Im Gepäck hat Heino die laut Mitteilung schönsten sakralen Lieder, die er selbst ausgesucht und in ein festliches musikalisches Gewand gekleidet habe. Die Tour firmiert unter dem Namen Die Himmel rühmen nach dem gleichnamigen Lied von Ludwig van Beethoven. Außerdem wird Heinos Baritonstimme bei Interpretationen weltbekannter Songs wie Ave Verum Corpus von Wolfgang Amadeus Mozart, Ave Maria von Franz Schubert oder Guten Abend, Gut Nacht von Johannes Brahms erklingen. Heino, das sind die Stargäste. Unterstützt wird Heino durch Organist Franz Lambert auf dessen Versi-Orgel, der mit seinem Traumorchester für den passenden Klangteppich für Heinos Stimme sorgen soll. Zudem wird Heino von der norwegischen Sängerin Anita Hegeland begleitet, die einst durch den Schlagerklassiker Schön ist es auf der Welt zu sein gemeinsam mit Roy Black bereits als 10-jähriges Kind riesige Erfolge feierte. Auch an der Seite ihres Ex-Lebensgefährten, Weltstar Mike Oldfield, mit dem sie 2 gemeinsame Kinder hat, stand Hegeland später bei Live-Auftritten auf der Bühne. Der Ticketverkauf hat bei allen bekannten Vorverkaufsstellen bereits begonnen. Der als Heinz-Georg Kram in Düsseldorf geborene Sänger Heino gilt als einer der erfolgreichsten Musiker des Landes. Laut eigenen Angaben verkaufte er allein bis zum Jahr 2013 bereits mehr als 50 Millionen Tonträger. Seinen Durchbruch, meist als Interpret von bekannten Volksliedern, feierte er bereits Mitte der 60er Jahre. Die bekanntesten Hits von Heino sind unter anderem Blau blüht der Enzian oder Schwarzbraun ist die Haselnuss.